Hallo und willkommen zurück zu How to Fail League of Legends. Ja, ich bin schon wieder bei 100 Punkten in Silber 5. Und zum dritten Mal geht es jetzt darum, meine Promos zu verkacken oder zu gewinnen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Und ja, eigentlich, ich muss gestehen, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich das hinbekommen werde, weil ich irgendwie total kaputt und fertig bin mit der Welt und mit den Nerven, aber ja. Mal gucken, wie es jetzt wird. Wir müssen erstmal ein Spiel finden, sehe ich gerade, merke ich gerade. Pop, pop, ba. Und einmal stalken. Boah, jedes Mal, wenn ich stalken möchte, funktioniert das nicht. Oh mein Gott, Witcher Bonn. Kasadin. Yasuo. Oh mein Gott. Wieso darf ich bannen? Hey. Kasadin bannen. Mehr möchte ich nicht auch haben. Okay, die bannen das. Witcher Bonn. Oh mein Gott, ich bin. Noch nie bann. I want top, please. Nasus. Mundi. Nasus ist wirklich ein bisschen OP. Wir können auch sowas wie Jinx oder Lucian bannen. Oh. Machen wir halt einfach mal Nasus. Und ja, wir versuchen es heute mal wieder mit. Don't you trust me? Mit unserer lieben Ahri. Ja. Ich hoffe, ihr merkt, ich bin wirklich super wieder aufgeregt. Ich bin auch total müde, total fertig zurzeit. Ich weiß momentan echt nicht, was mit mir los ist. Ja. Leona ist wirklich momentan echt so ein Standard-Bann. Das gefällt mir voll nicht, weil ich eigentlich nur Leona supporte. Das ist ein bisschen doof, aber mal gucken. Ja. Ahri. Orianna. Oh mein Gott. Ich finde, Ahri gegen Orianna ist einfach so das legendäre Season 3 Battle. Hardest, das wird schwierig. Das wird schwierig. Wobei ich der Meinung bin auch, dass Orianna im Vergleich zu Ahri viel skill-lastiger ist. Also was heißt, ich meine jetzt nicht mit Fähigkeiten Skill, sondern wirklich vom Ja, ich bin wirklich gespannt, wie das was hier passieren wird. Wir haben ganz coole Teamharmonie, merke ich. Oh, Shyvana, ich hätte es ahnen müssen. Ich habe mir schon gedacht, ob ich Shyvana bannen soll oder Nasus. Aber ich finde beide halt schrecklich. Also gegen die zu spielen ist beides nicht so. Malfit, ey. Malefit. Das, danke an Dagnesia, der jetzt wieder zukommt. Das ist mein Standard-Watcher. Das ist so mein Standard-Watcher, der mir immer zuguckt. Und ja. So, we can feed. No, I've got promos. No, I'm on promos to silver for. Bitte nicht, ey. Bitte nicht viel.
Wieso habe ich denn einen unter mir, der Silber 3, Silber 4 ist und ich Silber 5 bin? I was silver last season, but something went wrong with this season. Bronx? Bist du Bronze? Oh, krass. I start silver and I'm stuck. Voll traurig. So. Dann wollen wir das mal mit der Fuchsschlampe über die Bühne bringen. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt und habe Angst, weil ich unbedingt jetzt in Silber 4 möchte und ich möchte einfach... Das Problem ist jedes Mal, ich spiele eigentlich so, ich gewinne eins, ich verliere eins, ich gewinne eins, ich verliere eins, ich gewinne eins, ich verliere eins. Ich habe die letzten zwei Spiele gewonnen und deswegen habe ich die Befürchtung, dass ich jetzt dieses Spiel eigentlich... Kann ich dieses Spiel nur verlieren? Und das ist so scheiße. Ich möchte mal in der Promo mit einem ersten Sieg, wobei das hatte ich bei der ersten Promo, ne? Ich möchte jetzt einfach einen Sieg und danach auch noch einen Sieg, weil ich habe einfach keinen Bock, dass ich schon wieder bei dem dritten Spiel da hänge und denke so, oh gut, das muss ich jetzt gewinnen, sonst bin ich am Arsch. Na, wenigstens haben wir einen Warwick Top. Warwick Top sucks like hell. Ich beschäftige mich gerade... Das ist so geil. Ich habe aus einem Kinderüberraschungsei habe ich so einen Kreisel mit so einer Reißschnur, wie so beim Beyblade, nur ohne diesen Starter bei Beyblades. Und man kann einfach diesen Kreisel damit aufziehen und es macht mir so Spaß. Und das ist echt so eine Beruhigung, wenn so zum Beispiel so Ladebildschirme sind. Aber ich habe den auch extra jetzt auf ein Buch gestellt, damit er nicht ganz so laut ist. Als wenn ich das auf der Tischplatte, wenn ich das auf der Tischplatte machen würde, würde das so klingen. Aber ich glaube, das hört man gar nicht so. Oh, jetzt stößt er irgendwo an. Der ist echt gut, der Kreisel. Also. Der rotiert auch echt lange. Das ist total faszinierend, ja. So. Ich schaff das schon. Somehow it must work. Hopefully. Jetzt funktioniert das ja. Hup, ich habe abends viel Zeit. Ah, ich mach das schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Nein, BB Top gefällt mir doch. Nein, mir gefällt Warwick Top, weil ich letztens, als ich Riven gespielt habe, gegen einen Warwick Top spielen musste, der mir ziemlich auf die Eier gegangen ist. Und ich verlange das jetzt einfach mal instinktiv auch von diesem Warwick, dass es genauso sein wird. Sonst flippe ich noch aus. Ich muss mal eben noch mein, ich bin ja natürlich wieder am Schneiden im Hintergrund, weil ich habe immer viel zu schnippeln. Ja. Ich habe zu viel, ich schneide mein Gemüse im Hintergrund, ich muss das mal eben beenden. Typische Hausfrau und so. So, gegen Orianna habe ich schon ein bisschen Respekt, weil wenn sie, wenn das eine Spielerin ist, die, beziehungsweise ein Spieler ist, der aggressiv spielt, dann bin ich sowieso am Arsch. Und ich glaube, ich krieg momentan Lasted nicht so wunderbar hin. So wunderbar. Und ich habe noch Essensreste im Mund. Und ich habe gerade einen Salat gegessen und ich habe noch so... Ich finde noch so vereinzelte... Das ist voll eklig einfach. Ich finde einfach so vereinzelte Pfefferkörner. Und das zwirbelt ganz schön. Dev Red. Ist es eigentlich Ari Shivana Jungle? Ja. Move your ass to there before they gonna. Ah. Should I make your pulse rise or stop? Wir möchten die Pulse nur stoppen, Ari. If you'd like to play with me, you'd better be sure you know the game. Der Spruch, der deprimiert mich jetzt, was sie gerade gesagt hat, dass wenn man das Spiel eben weiß, dann sollte man kennt, dann, wenn, nee, warte mal, wenn man mit ihr spielt, dann sollte man das Spiel kennen. Ich kenne es nur zu 10%, wie jemand
aus meinem Bekanntenkreis mir versichert hat. Aber andererseits, Oriana hat einen sehr großen Mana-Verbrauch. Oh Gott. Okay, das ist richtig mal auslastet. So, die hat 39 AP, ich habe 39 AP. Hey, 300. Okay, wir haben... Genau. Ich werde jetzt... Ich brauche... Also... Nee, ich werde noch nicht aggressiv spielen. Nein! Wie konnte ich den Creep verpassen? Das regt mich jetzt schon wieder auf. Es regt mich jetzt schon wieder auf. Ja, da, da. Nein! Ja! Oh mein Gott. Nein. Scheiße. I know what they desire. Ah! Komm schon. Ja, es war mir doch klar, dass jetzt... Playtime's over. Blood. Nice! Oh mein Gott, und wir haben noch First Blood geholt! Geil, Job! Geil. Aber er hat mir den First Blood gestohlen. Ich habe das genau gesehen. Mein Ignite hätte nämlich durchgetickt! Aber egal. Nice. So, wie viele Creeps hat sie? Nur 15. Okay. Oh, jetzt ist sie pissig. Merkt man. Merkt man direkt. Sie spielt direkt aggressiver. Oh, fuck, ey. Diese Creeps. Boah. Vor allen Dingen... Mein Gott, ey. Jetzt hat die mich eingeholt. Jo, die hat mich auch noch überholt. Die ist tot und ich kriege es nicht gebacken. Alter. Vergewaltiger, ne? Wo war die Kugel denn? Shit. Wieso pusht die denn auch so? Ja, aber wir dürften... Shit. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob die Wards gekauft hat. Egal. Egal, egal. Mach mal einfach mal, ja, ja. How tempting. Ich frage mich die ganze Zeit, was sie macht. Boah, ey. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß. Tell me a secret. Let's have some real fun.
Ja, wäre ich jetzt nicht um. Entschuldigung, ich bin im höchsten Maße auf Last Hitten konzentriert. Hätte nie so viele Aram spielen sollen. Jetzt habe ich keine Mana mehr. Wie viel hat sie? 41. Naja. Immerhin hin. Ich stehe auch immer so potenziell so richtig weit vorne. Habe ich den Eindruck. Javen. So, gibt mir jetzt gleich Blue Buff. So, I'm on the fucking way. Was hat die sich eigentlich gekauft? Okay. Ja. Das Problem ist, ich bin ruhig. Thanks. Okay, die ist also noch in der Nähe. Wie viel hat sie jetzt? 53. So, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Mana hätte. Wir haben gleich viel AP. Ich befürchte aber irgendwann, dass ein Gank von der Shyvana kommt. Allerdings macht Orianna es falsch und pusht viel zu krass. Ich weiß, also sie bleibt ja die ganze Zeit auch zurück und ich weiß gar nicht warum. Also Hilfe. Und ich selbst, ich will gar nicht so sehr pushen. Die ist aber auch nur... Ich könnte eigentlich versuchen, niemand zu zonen. So, ich würde jetzt aber sagen, es ist eine gute Zeit, jetzt mal back zu gehen. Der Tower wird ein bisschen angegriffen von ihr. Ich habe 10 Creeps jetzt mehr. Ich pinge einmal aufdringlich, dass Dings weg ist und ich kann mir direkt ein Rod kaufen und das und das und ja, bei dem Pot belasse ich es noch. Das ist eigentlich voll die gute Voraussetzung. Also, ich habe eigentlich gut gefarmt auf der ersten Lane, also so in der Lane-Phase jetzt. Tatsächlich, das war jetzt eigentlich echt gut, weil ich habe jetzt schon fast der Fire Grass. Und ich habe gerade wieder Frame-Einbrüche. Okay. Wir warten jetzt einfach darauf, dass Javan kommt. Es sieht so aus, als sei es gewardet. Boah, hier habe ich gerade Frame-Einbrüche. Ich würde sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Jungler. Oh. So fucking close. Ne. Ups, nein. Ach komm schon, Kinders. Bitte nicht. Tell me a secret.
Was zur Hölle? Was ist denn das jetzt für eine Rambo Aktion gewesen? Was war das denn jetzt für eine sicke Aktion? Ernsthaft? Mein Gott, ey, ich hab die mit dem Auto-Attack getötet. Ich wollte den ja wirklich den Kill überlassen. Komm doch! Don't you trust me? Don't you trust me, Shyvana? Shall we? So, jetzt können wir uns Deathfire Grasp kaufen. Werden wir auch jetzt sofort machen. Ich gucke einmal in den Twitch-Chat. Ich pinge überhaupt nicht zu viel. Ich pinge gerade richtig. Nachher wird uns wieder rumgeflammt. Das ist nicht SS gesagt. Shall we? Bla bla. Bla. So, Deathfire Grass. Die hat ganz schön meinen Tower angefressen. Okay, ich komme jetzt einfach. Scheiß auf meinen Tower. Ja, ja. Deren Tower ist ja auch schon fast weg. Wunderbar. Ich weiß nicht, wo Orianna ist. Ich befürchte aber, dass sie... Okay, never mind. Never mind. Ja, lass einfach mal Zeit wasten, damit sie wieder Cash kriegt. Oh, die Sevier wird noch ein rares Problem für uns. Don't hold back. Der soll aufpassen, weil die Shyvana ist da. An enemy has been slain. Aber ich komme ja jetzt auch nicht. Ich habe noch einen Deathfire Grasp. Ich habe noch einen Deathfire Grasp. Aber das Problem ist, dass Orianna halt mein Turret gerade wegmacht. Kleiner Valina. Oh, nicht. So nicht, Milady. Oh mein Gott. Ich kann jetzt überhaupt erleben, ich werde jetzt pushen. Ich habe eh Blue Buff. Die wird ihres Lebens nicht mehr froh, die Orianna jetzt. Das sage ich euch. Ach komm schon, was willst du denn? Oh fuck! Ah. Close.
Fraps, we're dying. Egal, der Shutdown ist wenigstens nicht auf der Orianna, das ist schon mal... Es ist okay. Das ist okay. Und ich habe den Tower jetzt langsam weg. Der hat nur 471. Von daher... ich hätte anders flashen sollen, aber ich wollte die Orianna noch töten. Es war auch mein Greed. Ich kann mich da nicht entschuldigen. Es war auch mein Greed einfach, der dann schuld war. Definitiv. Diese Gier immer, ja. Ah, richtig. Genau so ist es. 4-1, nur 4-1. Sie hat ihren ersten Assist. Aber sie hat einfach gar keine... Orianna hat keine Items. I go play with us now. Okay, okay. Ich erwarte irgendwie, dass die Orianna irgendwann keinen Bock mehr hat, gegen mich zu spielen. Oh mein Gott, sie hat mal einen Blue Buff bekommen. How tempting. Wo auch immer sie jetzt ist. Shut down. An enemy has been slain. Okay. Die Orianna springt einfach so vorbei. Die Shibana lässt sie auch noch von mir killen. Good job. Boah, ich dachte, ey, wenn dieser Auto-Attack nicht durchgekommen wäre. Oh mein Gott. Krass, ich bin echt... Ich habe momentan echt einen geilen Lauf mit Ahri. Krass. Ah, vor dem habe ich Angst. Das gebe ich auch zu. Vor dem... Oh mein Gott. Die hat sich einfach, ich finde es so krass einfach. Die hat mich so unterschätzt, die Shyvana. Die hat mich so unterschätzt. Und dann war sie plötzlich tot. Aber es ist echt auch, es ist immer so eine knappe Geschichte, dass ich meine Auto-Attacks durchkriege. Das ist immer so eine close Story bei mir. Ich weiß, jetzt ist sie mit Sicherheit hier gewardet. Gewardet? Gewardet ist dies. Jawohl. Ich wollte eigentlich mir hier so ein... so ein Item holen. Hier, dieses Mana Recovery Item. Allerdings... irgendwas. Da. Damit ich auch ein Mana Regeneration habe. Aber... ja. Ich habe momentan so viel Geld, dass ich einfach ein Large Rod mir kaufen kann. Das werde ich auch eher machen. Reicht in einfach, weil es einfach AP stacken heißt gerade. Ich würde gern die Botlane auch ein bisschen assistieren. Aber die kommt mir schon mir entgegen. Aber die kommt mir schon entgegen, naja. Okay. Double kill. Ah, so close der Grab. Und das... I don't even understand why she tried to fuck me. Ich bin so eine gute Ahri gerade, oh mein Gott. Ich
freue mich. Ich weiß, das ist total arrogant, was ich hier gerade ablasse, aber es ist einfach, es läuft einfach so verflucht gut. I'm very my bad. Ah, das ist ätzend. Geht weg. Geht weg. Don't get grabbed, please. I can see the map. I'm not listening. Best thing. Geil. Ich bin nicht listen. So, wir sehen da eine Shyvana. Shyvana ist missing. Wir gucken jetzt einfach mal, ob sie beim Red ist. Schade. Okay, Shyvana ist wieder da. Jax macht gerade den Turret und CB wird wahrscheinlich in der Mitte jetzt den Turret machen. Macht aber nichts. Es war klar, dass mein Turret jetzt fällt an den Minions. Das war mir aber auch bewusst, aber ja. Shyvana, hallo. Okay, das ist eine Lantern. Ich wollte schon mit der Ulti eigentlich hinterher harassen, aber wenn da eh die Lantern fällt, dann mach ich das nicht. Stattdessen werde ich jetzt weiter farmen, weiter pushen auf jeden Fall. Ah, die Shyvana ist sehr, sehr stark. Nein! Fuck! Greed! Oh, that greed! Dieser Greed von mir, der war... Oh, jetzt wird's wirklich... Ich bin einfach momentan so arrogant drauf, weil ich einfach so ein gutes so einen guten Start hatte, aber jetzt darf ich einfach nicht... Das wäre das Schlimmste, wenn ich jetzt einfach feeden würde. Fuck, ey. Das wäre einfach das Schlimmste, wenn ich jetzt feeden würde. Also, oder beziehungsweise Throne würde feeden mit 8-2 ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlich. Orianna hat einen Kill. Oh. Das darf aber nicht sein. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir einen Lernstab kaufen möchte oder wie heißt das? Void Staff oder hier diese komische Maske. Leandris oder Haunting Ghost. Goose. Wobei Haunting Ghost, ich glaube Haunting Ghost ist ein bisschen besser für mich. Oh mein Gott, ich bin Level 15 und dieses Level. Das ist voll krass, ich bin einfach schon Level 15. Oh mein Gott, und der Trash. We're gonna throw. Worse. Oh, Level 4. Ach, komm schon, ey. Worse was not there. Und wir standen noch in bad position. And I fell for this now. Aber der Varus ist auch einfach reingerannt. Aber nur so. What the fuck?
Naja, unser Positioning war auch echt scheiße, das kann man nicht anders sagen. Fuck, ey. Ich will das, um Himmels Willen, das Spiel hat so gut gestartet, ich will es einfach nicht, Bro. Aber ich glaube, ich hätte auch viel aggressiver spielen sollen. Weil ich habe einfach... Weiß ich nicht. Nee, es war generell einfach nicht gut, was ich gerade getan habe. Ja, nicht gut. Sehr gut, Varus. Sehr gut. Das Problem ist, dass irgendwie, ich habe immer den Eindruck, dass das Gegnerteam stärker zusammensteht als das eigene Team. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Also weiß nicht. Shall we? Die Orianna, die hat jetzt 2 Kills schon. Die farmt auch jetzt mittlerweile wie eine Bekloppte. Ich habe ein richtig starkes Early Game gehabt, aber jetzt ist einfach. Ja, wir können jetzt. Wir haben 2 Möglichkeiten. Ich def die Scheiße jetzt. I go def. Aber Shimana wird sich jetzt absetzen. Sie muss sich absetzen. Das ist egal. Wieso haben die alle Blue? No focus she. Keinen Fokus auf der Shyvana legen. Das ist das Einzige, was wir nicht machen dürfen, definitiv. Wir müssen Orianna oder Sivir am besten tatsächlich rauskriegen. Und sie wird ihr Schild haben. Ja. Okay. Schade. So. Das ist das, was wir jetzt... Das war einfach schon wieder so ein fucking Split. Lol. Stay with your team. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber Javan stand einfach falsch und dadurch war ich plötzlich weg, weil ich nicht wusste, wo... Das war einfach... Ich wollte Javan nicht verlieren, weil ich dachte, Javan hätte eigentlich gar keine Chance gegen Jax gehabt. Wir hätten eigentlich den Inhib nehmen müssen. Aufgar? Man Aufgar? Was macht er denn da? So. Oh, okay. Nächsten Rod einfach holen. Pff, kein Problem. I can't stop. Ach, das sind Premates. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Leave it. Geh da weg, Javi. Javi, geh da weg. Good job, you two. Is this me? I know what they desire. Jetzt möchte ich dahin. Aber weil ich dachte, weil in der Midlane sind sie einfach weg gewesen. Boah, ey, krass, ey. Einfach, das ist richtig krass eigentlich, wenn man sich mal überlegt. Man war gerade noch hier und jetzt ist es schon alles weg. Ja, ich gehe auch schon. Ich laufe voll komisch zurzeit. Total fucking Noob Team. Die Shyvana hat die Orianna in der Mitte nicht einmal unterstützt. Der Javan war 3-mal bei mir. Also,
Mein Gott, ich level gar nicht mehr. Ich hätte, wäre einfach schon Level 18 irgendwie. Also ich müsste eigentlich schon Level 18 sein. So, 1660 noch für Dings. So, und jetzt forcen wir einfach den nächsten Turret. Jetzt forcen wir das einfach. Ich habe eigentlich einen relativ guten Farmer. Und den nächsten Turret forcen. Einfach. Auch in diesem Spiel muss man einfach manchmal dreist sein. Das ist einfach so. Ja. Ich möchte nur nicht in Javans Ulti sein. Okay, Shyvanas Ulti ist jetzt draußen. Gut. Oh, fuck. Fuck. My holy bad shit. So sorry. Really, fuck. Es war mein Fehler. Es war absolut mein Fehler. Really sorry. Yeah, I know. No, they go Nash. They go Nash. Fuck. Take it. Try. Use Baron. Baron, I'm so sorry. Oh. Haben die jetzt Nash? Nobody's perfect. Oh, but me. Fuck, ey, ich verkacke gerade das Spiel so dermaßen. Scheiße, und den Inhibitor haben wir jetzt auch nicht bekommen. Shit. Ich brauche echt Sonias, weil das diesen ganzen Schadens ist gut, den sie mir so, ne, geholfen, wenn hätte Fahrradkette, bla. Ich wundere mich gerade ein bisschen, wo die gerade sind. Ich habe auch ein bisschen. Was haben die jetzt, Nasher? Yes, they've got it. Damn it. Boah, ey. Dieses einfach. Boah, das hätte nicht passieren dürfen, was gerade passiert ist, ganz ehrlich. Hätte einfach nicht passieren dürfen. So, jetzt haben wir Sonias. Ich hoffe, das vergesst das Item auch nicht. Vor allen Dingen nicht, dass das auf der 2 liegt. Aber ich vergesse das eh beim ersten Mal immer wieder. Boah, ey, scheiße, wir dürfen das nicht verlieren. Oh Gott, der Flash. Fuck, ey, das kann doch nicht sein. How can it be? Can it be? Wir haben einfach gar keinen Fokus. Wir wissen aber, die ganzen Carries stehen halt hinter der dicken Shyvana. Schade. Bitch. An enemy has been slain. Boah, ey, das kann nicht sein. Es kann wirklich nicht sein, dass wir jetzt so derbe verlieren. Kann es einfach nicht.
Kann es ist einfach. Wie kann es wirklich sein? Wie kann es wirklich sein? Es kann nicht nur einfach an Nashor liegen. Es ist einfach. We need to get rid of the carries. We need to get rid of Rihanna and Sevier. Es kann einfach nicht der Wahrheit. Also. Scheiße, einfach dieser Übermut, ne? Von mir, der ist. Oh, fuck einfach. Don't you trust me? Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir entweder. Wir müssen eigentlich. Wir sind gezwungen, jetzt eigentlich zu intervenieren und eigentlich auch. Okay, wir müssen eigentlich den Nashor abwarten. Und ich muss mich definitiv komplett anders positionieren, dass ich quasi wirklich diesen Nashor, diese Carries aus dem Spiel nehmen kann. Das heißt, ich darf nicht mehr direkt vor Shyvana stehen, ich muss wirklich einfach nach hinten kommen. Aber ich werde auch direkt gefokust, definitiv, aber das muss jetzt irgendwie hinhauen. Ich hole mir einfach sonst gleich Guardian Angel. So, jetzt das ist einfach... So eine fucking... Es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Ja, komm noch. Oh fuck. Fuck ey, das gibt's einfach. Es gibt's einfach nicht. Ich kann dieses Spiel nicht einfach noch verlieren, weil einfach die ganze Zeit diese verdammte Orianna Shyvana Ulti drin ist. Don't stand together. We need to spread. Don't hold back. Klingt auch pervers, we need to spread. Wir müssen wirklich, wir müssen einfach besser intervenieren können irgendwie. Irgendwie, wir müssen auch jetzt diesen scheiß Inhibitor kriegen. Und hast du nicht gesehen. Ja, viele. Oh mein Gott! I know what they desire. Mach die Ulti weg. She was no feat. How can we lose this just because of she fucking she plus Uri? She was not feat at all. This is so oh. Sie war einfach nicht gefeatet. She sucked so much. Boah, das kann nicht sein, wir verlieren das Spiel! Alter! Alter, wir können das nicht verlieren! Das gibt's nicht! Ey, das gibt's einfach! Wie können wir dieses Spiel verlieren? Ich war so gefeedet am Anfang und dann einfach nur diese verdammte Shyvana-Orianna-Ulti-Kombination, die uns die ganze Zeit einfach gefickt hat. Die ganze Zeit. Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist doch... Oh, Alter, das ist... Die ist einfach 8-0.
0 aus ihrer Lane gegangen oder so. 0,8 aus ihrer... Es ist aus der Lane gegangen. Es ist... Boah, das gibt's nicht, ey. Wie soll ich jemals meine Promo so schaffen? Pff. Diese Orianna, ey, die war so schlecht einfach. Das regt mich so auf gerade. Das ist so einfach so ein letzter Scheißdreck. Boah. Ja, ich mache jetzt trotzdem noch die nächsten Promo-Games. Vielleicht gewinne ich oder verliere ich. Und ja, bis.